Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel vom 26. Spieltag, die Rhein-Neckar-Löwen gegen den Bergischen HC. Das Ganze vor 8.209 Zuschauern in der SAP-Arena. Halbzeitstand in diesem Spiel war 14:10 für die Rhein-Neckar-Löwen, Endstand dann 28:20. Das erste Statement zum Spiel bitte von Sebastian Hinze, dem Trainer des Bergischen HC. Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch an Nikolai und die Rhein-Neckar-Löwen zum verdienten Sieg. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, konnten wieder auf eine gute Abwehrleistung und eine hervorragende Torwartleistung aufbauen in der ersten Viertelstunde, waren deswegen gut im Spiel, haben dann bis zum 11:10 sind wir dran geblieben, sehr diszipliniert gespielt, sehr diszipliniertes Angriffsspiel und hatten dann, als wir ein, zwei technische Fehler im Angriff hatten wir dann Probleme in der Rückzugsphase, dass wir dann gnadenlos ausgenutzt haben und dann gehen wir leider mit -4 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist es so, dass wir es nicht mehr geschafft haben, die Abwehr in Bewegung zu bringen, der Rhein-Neckar-Löwen, oder nicht mehr so wie in der ersten Halbzeit, dass wir sehr oft gestellt wurden, demzufolge dann auch oft ins passive Spiel kamen. Das, was wir uns eigentlich nicht vorgenommen haben, dann ohne viel Bewegung die Abschlüsse gesucht haben, die dann natürlich gegen die sehr kompakte Abwehr und sehr gute Abwehr, sicherlich das Beste, was in der Bundesliga im Moment gibt, dann die Abschlüsse ohne Bewegung zu nehmen. Hat ihnen in die Karten gespielt, haben uns dann nochmal gefangen. Das fand ich sehr gut, dass wir zwar nochmal rangekommen sind, aber insgesamt muss man sagen, dass wir hier über 60 Minuten eine Top-Leistung gebraucht hätten, eine sehr disziplinierte Leistung. Und haben die in der ersten Halbzeit 25 Minuten abgerufen und in der zweiten Halbzeit vielleicht 20 und dann reicht das nicht. Und demzufolge ist dann auch die 8-Tore-Niederlage folgerichtig. Danke. Vielen Dank. Das zweite Statement von unseren Gästen kommt von Jörg Föste, bitte. Ja, ich kann es relativ kurz halten. Wir haben über weite Strecken hier eine ordentliche Leistung abgeliefert. Ein bisschen ein Bruch kam bei der 7-Meter-Entscheidung zum 11:10. Und danach haben wir ein wenig den Faden verloren, sind dann in der Schlussphase noch einmal herangekommen, haben uns auch da noch ordentlich präsentiert, insgesamt gegen einen besseren Gegner, eine insgesamt ordentliche Leistung. Dankeschön. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement vom Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, von Nikolai Jakobsen, bitte. Ja, guten Abend und danke für die Glückwünsche. Ich bin mit unserer Abwehr sehr zufrieden. War wieder eine sehr gute Leistung mit einem sehr guten Torhüter hinten. Haben wir das Leben für Bergische schwer gemacht. Die ersten 15 Minuten bin ich sehr unzufrieden mit, dass wir so unkonzentriert und so fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen ist. Das war nicht in Ordnung. Dann haben wir ein bisschen Glück, dass wir mit 4 Tore zur Halbzeit führt, das ein bisschen Ruhe reingebracht hat. Zweite Halbzeit sehr gut angefangen, dann wieder richtig guten Abwehr aber vorne so viele technische Fehler gemacht, so unkonzentriert über Phasen war ärgerlich, weil wir hätten heute mehr Tore machen können. Wir verschießen auch 3-7 Meter, das kann passieren, aber ich finde, mit so einer Abwehr und Torhüter kriegen wir so wenig raus vorne, war auch nicht, weil wir teilweise sehr gute Chancen rausgespielt hat, aber leider waren wir nicht so stark in die Abschlüsse heute und ja, das müssen wir in die Woche versuchen zu verbessern, dass wir unsere Chancen besser ausnutzen. Positiv heute war wieder sehr viele Zuschauer in die Halle, 8.200 gegen Bergischer, 8:30, war grandios und eine super Stimmung wieder. So, vielen Dank für die Zuschauer, dass uns immer wieder hilft und uns so toll unterstützt, so dass wir auch hoffentlich was erreichen kann dieses Jahr. Danke. Vielen Dank, Nikolai. Dann kommen wir zum Statement von unserem Geschäftsführer, von Lars Lammerde, bitte. Ja, danke für die Glückwünsche, kann mich dem nur anschließen. Tolle Kulisse, am Anfang etwas gedanklich, glaube ich, nicht ganz auf dem Platz gewesen, zumindest was der Angriff angeht, wurde dann aber besser und wir hoffen mal, dass es am Ende nicht an der Tor
Tordifferenz scheitert oder dass es die Tordifferenz nicht die Entscheidung für die Meisterschaft sein wird, wenn es auch im Moment so aussieht, als ob das sein könnte. Von daher etwas ärgerlich, so wie der Nikolai gesagt hat, dass man die Chancen, die da waren, nicht so konsequent genutzt hat. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwann im Mai, Juni da nochmal irgendwie uns drüber ärgern müssen, aber wir freuen uns, dass wir im Endeffekt immer noch mit 8 Toren gewonnen haben. Nikolai hat dann, glaube ich, auch zur richtigen Zeit nochmal die richtigen Worte an die Spieler gefunden, sodass es am Schluss mit 8 Toren für uns jetzt gut aussieht und wir freuen uns jetzt auf das Spiel am Ostersonntag vor ähnlich toller Kulisse. Es gibt noch Karten, von daher hoffen wir, dass auch noch ein paar sich kurzfristig entscheiden, zu uns zu kommen zum Spiel in Zagreb. Wir brauchen wieder so eine tolle Unterstützung, um dann in die nächste Runde einzuziehen. Das Spiel mit einem Tor oder nur sehr knapp ausgegangen, das Hinspiel. Von daher brauchen wir jede Unterstützung für das Rückspiel. Danke. Vielen Dank, Lars. Gibt es Fragen Ihrerseits? Moment, dann kommt die Dame mit dem Mikrofon, damit die Zuschauer in der Halle das auch hören können. Ja, die Variante mit Aflitulin auf Außen am Anfang war ja was relativ Neues. Was war die Idee dahinter? Ja, wir wollten von ihm mit hohen Übergängen spielen, der dann den Innenblock angreift, also wenn Pekler sich fallen lässt. Zweite Sache war, dass Christian auch ein bisschen angeschlagen war nach dem Spiel und wir dann frische Kräfte mit Alexander Oelze und Inal Aflitulin bringen wollten. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich vielen Dank unseren Gästen eine gute Heimreise und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.